Also, you open the door to find an old Quadrill with his back to you, hunched over a giant creature of metal and stone. Schon wieder? In the middle of a laboratory, it is similar to the golem you encountered in the fighting pit. However, this one is hollow. My mistress said you would be coming. He coughs. All those traps. I thought I'd had more time. The Quadrill climbs up onto the golem and inserts himself into the central metal chamber. The golem begins to move like a marionette, mimicking the movements of Quadrill inside. Oh well, he says. I haven't quite figured out proper waste containment. But it will have to do for now. Special rules. The stone golem is one level higher than the scenario level up to a maximum of 7. Also ja, ist glaube ich 4. Spielen wir Level 3, oder? Nein, wir spielen Level 2. Oh. This is the doctor. At the end of each of the doctor's turn, whether it was stunned or not, the doctor will summon an ooze. This ooze is normal for 2 or 3 characters, or elite for 4 characters. Hm. Conclusion. Also, ja, ja. Wenn wir es geschafft haben sollten. Okay, na warte mal, jetzt kommt ein Elite-Golem. Mhm. Okay. Könnte der hier sein? Wo kommt der hin? Da? Gehen wir nochmal anschauen. Yep, da kommt er hin. Und der ist Level 3, gell? Zum Leben. Ja, Level. Macht 5 Hour. Bei Bewegung. Leben, Shield 3. Puh, Shield 3 ist. Shield 3 wieder. Ja, das war der mit 42 Leben auch. So ein ziemliches Monster. Warte mal, und wie ist das? Ein U? Ein Us kommt am Ende seines Zugs. Aha, immer. Das heißt, warte mal, wenn er fertig ist, kommt sofort der Us. Okay. Ziehen wir mal eine Karte für den. Ah, verdammt. Mit 72 dran, Angriff 6 an. Dann nimmt er einen Schaden? Mhm, 2 Schaden. Ich wette 3. Aber er bewegt sich nicht. Kommt glaub, nicht mit seinem Angriff. Kommt er nicht daher, kann stehen bleiben. Mhm. Weil du brauchst, bewegt sich das nicht. Das heißt, warte mal. Je länger wir brauchen, um ihn zu killen, desto mehr Uses kommen daher. Jede Runde ein neuer. Das erinnert mich an die Serpents bei diesem komischen Gelage. Mhm. Aber er könnte reingehen und angreifen. Ich überlege gerade, ich werde schon reingehen. Du bist nicht geschützt, René. Ich habe den Cloak of Invisibility. Ah ja, stimmt. Nee. Und ich hoffe doch, dass ihr nächste Runde nachkommt. Ja, du kannst und irgendwann müssen wir rein. Hey, das ist eine Schatzkiste! Was kann eine Schatzkiste? Das ist eine Schatzkiste! Wo? Wenn man auf die draufsteigt, wird sie aufgedeckt und dann kriegt derjenige. Okay, ich mache noch 2 Bewegungen hierher. Ich nehme den Cloak of Invisibility, das heißt bis zum Ende meines nächsten Zugs bin ich unsichtbar. Und ich mache die obere Hälfte von Impaling Eruption. Was für eine Verschwendung. Der hat Shield 3, das weißt du, oder? Ja, aber er wird seine Karten. Ja, aber nächste Runde hole ich mir meine Karten zurück. Ja, es ist vollkommen richtig, was du machst. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange ihr vorhabt, noch zu kämpfen, aber wenn ich nicht jetzt den Reviving Aether einsetze, dann brauche ich es nicht mehr machen, dieses Spiel. Mhm. Du erzeugst Naturenergie, ist das richtig? Ja, ich hab schon. Warte
Warte mal, soll ich die E3 Goggles dafür einsetzen? Ich überlege gerade, nein, natürlich nicht. Nein, weil du wirst jetzt lange keine Rast machen, wenn du nicht. Nein, ich werde lang Rast machen, genau. Also lang. Hey, ich mache Schön. 5, also 2 Punkte Schaden. Du Blödsinn. erzeugst Eis. Und ich erzeuge Eis, genau. Sind da echt keine Monster drinnen? Das ist ja. Oh, nur dieser Steinkohle. Es kommt schon noch was. Naja, der wird. Du musst es erzeugen. Außer er killt Also. ihn wirklich schnell. Immerhin, der Naja. René hat ihm schon 2 Schaden gemacht. Du Genau. ziehst gute Karten, René, sehe ich. Ich ziehe Gute gute Karten Karten, ziehst ja. du. Du hast da übrigens einen Unsichtbarkeitsmarker bei deinen Conditions liegen. So. Oh, danke. So, ich mache Move 3. Ah ja. Machst du? Nein, der Ja. Golem ist dran. So, gut. Was macht der Golem? Der macht X. gerne einen Angriff, er leidet 2 Schaden und jetzt erzeugt er einen Ooze. Warte mal, Ooze. Und zwar eine Elite Ooze. Kommen immer Elite-Ooze. Ja. Ja. Das ist der Ooze Puh, Nummer der hat 4. 11 Lebenspunkte. Wir müssen den Golem wirklich schnell killen. Ja. Leider bin ich so weit weg, aber ich bin schon auf dem So, Weg zu euch. ich ziehe eine Karte für den Ooze, weil der ist gleich dran. Hat es nicht geheißen, die kommen nicht gleich dran? Doch. Ja, da habe ich mich vertan. Er heilt sich selber. Hat Naja, Move bewegt minus sich 1. zuerst um Weil. ein Fuß. Es sind zwei Level. Muss, oder? Ja, stimmt. Ein Zweifelder. Nein, Oder? minus Nein. ein auf Blödsinn. Karte. Moment, Bewegung hat er 1. Ah ja, er Also bewegt sich bewegt gar er nicht. sich gar Er nicht. bewegt sich nicht. Ja, Er der macht hat auch nichts. Shield 1. Er macht nichts, ja. Das ist angenommen. In der Runde macht es keinen Unterschied. Gut, ich bewege mich um 3. Vor allem, wenn der viele Das. Uses erzeugt, irgendwann kommen wir gar nicht mehr hin zum Golem. Ich meine, wenn er jede Runde ein Us mit 11 Leben erzeugt und einem Schild. Puh. So, das war's mal. Ja. Dann sind wir wohl fertig. Aber ich bin jetzt so. Wie soll man das schaffen? Ja, Wunde schlagen und äußern. Ich mach das schon. Ich muss nur mal kommen. Nee, du weißt nicht, ich habe immer noch meine Mana Potion. Okay, Nächste Runde ist nächste das dann sicherlich Runde. interessant. Natur geht auf Ich Wailing, wollte Wind geht auf mich Wailing Eis. jetzt so eine Karte. Weil ich sonst nicht Ja. viel machen können, schauen wir mal. Andi, du machst noch immer eine Long Rest? Nein, mache ich nicht. Achso, Weiß nicht, nur weil welches das Ding Dings noch da da hingelegt hat. Das Ding ist da geht. hingelegt. Ich habe ihn Und schon weggeräumt. dann So. Noch eine Karte. Dann mal ein bisschen ernst. Andi, wie viel Leben Oh, fehlen dir noch? jetzt nur noch 2. Oh, Dreck, da kann ich ja nichts Oh machen ja, mir jetzt die Karten gerade. zurückgeben. Ja. Fern davon jetzt. Okay. Dass du mir die Karten nicht zurückgibst, ich müsste dann eine Long Rest oder Short Rest machen und Short Rest mache ich in dem Fall glaube ich nicht. Ach Dreck, dann kann ich in der Runde sonst nichts machen. Ich habe mehr. Sogar mit Verwundung. Oi, ihr seid schon wieder so alle weg. Ja, der Nächste Pete Runde kommt werde auch ich im nicht Bett mehr. ruhen. Geht's jetzt wieder, René? Ja, jetzt höre ich euch wieder. Warte, Michi, das muss ich mir mal durchüberlegen. Ich habe die Option, in den Raum reinzugehen und den beiden eine Wunde zu geben, dem Us und dem Golem. Nein, habe ich. Oder habe ich das? Mal anschauen.
Ja. Da bekommt das Ding einen Schaden pro Runde. Und wir haben vor, voll auf den drauf zu gehen. Also ich glaube nicht, dass der so lange Der leben wird, dass ich. Ja, drei und. Schildwunden sind bei dem eine super Sache. Der wird nicht so leicht. Ja, 4 Lebenspunkte hat er schon verloren. Hast du deinen Bogen eigentlich überhaupt noch? Oder hast du den nicht Ja, schon den habe ich eingesetzt? noch. Den hast du noch. Ja, das war im letzten Szenario, wo ich ihn Genau, eingesetzt stimmt, ja. habe. Ja, aber den habe ich vor, noch zu verwenden. Naja, nein, es ist wirklich jetzt die Frage: Gebe ich dir die Karten oder will ich ihm jetzt eine Wunde schlagen? Wenn du die Karten nicht gibst, bin ich die Runde drauf weg. Und ich glaube, ich mache mehr Schaden als einen Schaden. Ach, das Schicksal des Supports. Genau. Wann bist du dran, Michi, in dem Zug? Früh. Früh? Und du Das ist bewegst ja dich rein, gut. gell? Du solltest, ja, du solltest nach mir das eigentlich Nein, du machen. bist ja weg. Ja, aber Stimmt. das. Ach so, ich kann den. Ich hatte die untere Hälfte meiner Karte, ich kann mich nicht bewegen. Ja gut, dann sei. Achso, warte mal. Ist nicht früh dran, ne? Also ich bin mittel dran. Relativ genau mittel, ja. Muss mir überlegen, welche Karte ich. Ja, die ist nicht viel wert. Na, die ist schon viel wert. Ach. Okay. Ja, passt, ich bin vor dir dran. Also ich bin so richtig mittel dran. Andi ist früh dran, so ziehen wir mal für die Monster, der Golem. Mit 11 und. Puh. Was macht er Mit denn? Teile 3 dieser Runde über eine Reichweite von 3. Nein, nein, Sonst. nein, 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 oder? Ja, doch. Eine Reichweite von 3? Ja. Ja, alles was Sehr ihn gut, Teile. angreift, wird Und. retaliated. Die Uses machen Push 1 und Poison auf angrenzende Feinde. Ah, Und Angriff 85, machen sie verdammt. im Fernkampf. Jetzt sehe ich das erst. Die Uses werden uns nicht angreifen, übrigens. Warum nicht? Ich sehe die Samen wert. Alle. Ja. Okay, der Stone Golem ist dran. Gut so. Der macht einmal seinen Retaliate und jetzt beschwert er einen neuen Us. Weil sie bewegen sich nicht, das ist richtig. Stone Golem bewegt sich auch nicht, passt. Passiert das Retaliate ein, das ist. Ah, ich schnupf das. So, Us Nummer 5. Auch mit 11 Leben. Es werden immer mehr. Tja, Ich beeilt hoffe, euch, ja, Leute. wir haben das im Griff. Okay, Anders dran. So, da. Mal ein Move 4. Mit dem Ja. Trample. 1, 2, 3. Ich glaube, das sind mir zu viele Leute drin und ich gehe lieber dahin. Nein, doch da. Du Genau, verlierst und? die Karte vom Champion, ja? Irgendwann muss ich sie ja spielen. Okay. Ja, Und der schlimmer wäre, wenn Golem. er länger wegbleibt. Naja, warte, 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 Andi, stopp. Du hast oben bei Trample einen Angriff 3 mit Pierce 2. Die willst du opfern? Das ist gegen den Golem ein urwichtiger Angriff. Das ist de Ja, wenn facto ein ich jetzt Angriff nur 2 5. nach vorgehe, ist auch nicht lustig, oder? Ich mal vorne, wir können uns dann abwechseln. Wenn ich dann zu schwach bin, gehe ich zurück und du gehst nach vor. Das ist jetzt. Naja, es geht um den Ja, Dreierangriff besser auf jetzt einen komme ich nur Us, gell? hierher. Ja. Ja. Ja, mach Ich würde das das so. trotzdem eher machen, weil diesen Angriff 3 mit Pierce 2 solltest du aufheben, bis der Golem tot ist. Ja, okay. Hättest du ihm die Karte Obwohl, ich zurückholen meine, du hast jetzt können, noch hat 5 man einen, gell? Karten. Ja, muss schon. Ja, stimmt, das hast du Das mir. Problem ist halt, dass die jetzt im Discard beikommt. Der Andi hat noch Ja. 5 Karten in der Hand. Bis er die Pierce-Karte wiederkriegt,
Schwarz. Aber schau mal, das Pierce könnte ich dann eh nur einmal spielen. Ist wurscht. Ja, es ist eh zu spät. Ja. Ich halte es halt nicht für gut. Und jetzt schieße ich auf einen von den beiden US-Leuten. Sagst du auf welchen? Auf den da, auf den Vierer schieße ich. Mhm. Ja, schauen wir uns das an. Also, er kriegt 4 Schaden. Ich setze ihn von der 4. Ja, 3, er hat ein Schild 1. Ja, er hat ein Schild 1. Ja. Ach Gott, der auch. Letzte Teile. Die Karte ist weg. Ich kriege 3 Erfahrungen. Ja. Andi, ich glaube, da war es jetzt geblendet von den Experience Points. Weil das, glaube ich, taktisch war das nicht sehr gescheit. Diese beiden Karten. Das kann sein. Ja. Du hältst. Also. Zeug. Mit 37 bin ich als nächste dran. Mein Decoy bewegt sich 2 Felder. Da gebe ich dem Michi alle Karten aus seinem Discard-Pile auf die Hand zurück. Und die obere Hälfte von Inkbomb verfällt. Gibt 2 Erfahrungen und das war's. Mhm. So. Michi. Hm? Nicht dran, ja. So, ich verwende Blunt Force, die untere Hälfte. Nochmal eine Erfahrung. Die dann hier. Und spiel dann Forceful Storm aus auf alle 3 Gegner. Fang mit Us 4 an. Und du machst Wind, das ist schön. Mit plus 1. Er geht von 8 auf 5. Okay. Plus 5, ja. Minus 1. Sind 2 Schaden. 3 Schaden. Na, weil er ein Schild hat. Er ist nur 3 minus 1. Ja, stimmt, ja, das ist echt schön. Okay, er geht von 11 auf 10. Und den Golem. Ach, minus 2. Ja, es ist wurscht, er hat 3 Schild da. Ja, ja. Bekommen aber 2 Schaden. Wie ist das eigentlich? Kann man auf einen Retaliate machen? Nein, auf einen Retaliate kannst du das nicht machen. Du kriegst 3 Schaden. Bekommen noch 3 Erfahrungen. Du kriegst 3 Schaden, Michi. Michi, 3 Schaden hast du bekommen, gell? Ah ja, schon 3. Weil Retaliate 3 hat. Die Karte ist weg. Nein, die Usis kommen. Achso, nein, doch nicht. Ich komme dran. Stimmt. Ich habe eine technische Frage. Wenn ich jetzt das Loot 2 mache und es discardet, nehme ich sie dann gleich auf die Hand mit. Sie wird nicht, du lostest sie und du. Mit Reviving Aether. Super Kombination, ja. Ja, dann mache ich den Loot 2 mal. Mhm, gebe sie in den Lost Pile. Ich die Münzen, ja. Danke. Und nutze den Reviving Aether. Ich erzeuge dunkle Energie. Achso, nein, Blödsinn, Reviving Aether. Blödsinn, der kommt weg. Der ist ganz weg. Mhm. Und nehme mir die 6 Karten aus dem Stapel auf die Hand. So, ich habe und das war mein Zug. Du bist wieder sichtbar geworden. Ich bin wieder sichtbar, ja. Dran. Schon Poison, aber da haben sie niemanden, der benachbart ist. Und jetzt machen sie ihre Fernkampfangriffe. Auf machen sie nicht. Zwei. Sie sind disarmed. Disarmed, das habe ich vergessen. Ja. Und der Stone Golem ist nächste Runde noch disarmed. Ja, das ist ganz praktisch. Ja, neuen Us wieder trotzdem erzeugen.
Die Runde ist beendet. Wir haben jede Menge Elemente, die runterwandern. Eis und Erde sind wieder auf Inert und Wind und Dunkelheit sind auf Wailing. Nächste Runde. Ja, jetzt kommen immer hin, um ihn zu verwunden. Muss ich mal einen Boost hinstellen. Wir können aber irgendwo einen Boost musst du hinstellen. Ja, schon. Du hast noch deine Mana Potion Hardmer. Ja. Achso, nein, das ist blöd. Das mache ich erst nächste Runde. Da muss ich nämlich näher ran. Naturmagie nein, gell? Nächste Runde würde ich Naturenergie machen. Jetzt mache ich Eisenergie. Oh. Übrigens, René, ich mache jetzt Feuer und bin relativ früh dran. Für den Fall, dass du mit anfangen kannst. Ah, das könnte ich nächste Runde dann brauchen. Ich könnte Eis auch machen, dann könntest du, wenn du es auf der Hand hast, deinen Stun. Also dein Feuer-Eis-AOE-Angriff machen. Ich würde eigentlich lieber meinen Angriff verstärken für die nächsten Runden. Okay. Na, ich bin relativ früh dran, ich kann da auch Wind machen. Also nein, Wind ist sogar da. Wind brauchst du nicht machen, deswegen wollte ich das ja jetzt machen. Sehr gut, ja. Für mich habe ich zu viele Karten auf die Hand gegeben, man muss lange nachdenken, wenn ich nicht tun soll. Geht aber. Okay, ich werde mich mal in die Richtung von dem Ding bewegen und tank das zwar. Für nächste Runde wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, dann könnte ich im nächste Runde eine Wunde schlagen. Ich verwunde jetzt alles, wenn es passt. Achso, ja, das ist noch besser. Vorne bei denen stehen hat man, oder? Ich würde gern mich direkt vor die hinstellen, ja. Wo vor die? Direkt vor sie. Hm. Ich bin relativ früh dran. Natürlich, wenn die Uses und oder der Golem vorne dran sein sollten, wird das nichts werden, dann muss ich umplanen, aber schauen wir. Ja, der kann schon ganz schön früh dran sein. Man hat auch einen Elf verzogen. Ja, aber der ist jetzt weg. So, ich bin gleich wieder da, ich muss mal was zum Trinken holen. Eh nicht. Wenn ich Heal behalte ich momentan noch. Ansonsten Sorge gehen. Wir sind alle praktisch auf Maximum. Nein, du bist nicht auf Maximum. Bin ich nicht auf Maximum nehmen. Du bist sogar recht weit weg davon. Nein, nicht recht, du hast ihn in der Welt rein. Drei Lebenspunkte. Okay, da wollte ich mich eigentlich hinstellen, aber wenn du dorthin musst, dann lasse ich dich dort. Ja, also sagen wir es mal so, wenn das klappen würde, glaube ich, würde es viel ausmachen. Also, wenn ein Us weg ist, musst du dann trotzdem da stehen? Ja, weil ich nur vier Bewegungspunkte, weg bin. Ich habe zwar vier Bewegungspunkte, aber warte, komm ich nicht. Du brauchst die Reichweite quasi, verstehe schon. Okay. Das ist ein Nahkampfangriff. Noch immer niemand weiter. Du krachst so, der was anderes. Erstes Mal hat musst du jetzt ein bisschen umplanen, das macht gar nichts. Nicht. Ach, mach's ein bisschen. Variabel. Okay. Mhm. Ich habe 20, der René hat 25, der andere hat 32. Wow, wir sind alle urknapp zusammen. So, der Golem hat 81.
Standardbewegung und Angriff minus 1, aber auf alle benachbarten Feinde. Minus 59. Oh. Tage 2. Greift zwei Ziele an und vergiftet. Das ist böse, weil er ja und bewegt sich. Hat. Mhm. Also der wird. Vor. Autsch. Na gut, tun wir mal abstimmen, was wir so haben. Also mein Plan ist es, reinzugehen und alle drei anzugreifen und zu verwunden. Ja, das machst du, bist du der Erste, mach das. Meinst du hierher mit reingehen? Mhm. Ja. Ja, das also ist perfekt. Der erste ist mein Decoy dran, der geht hierher. Gut, dann gehe ich daher. Mit der unteren Hälfte von Stunshot und jetzt durch meinen Flamethrower einsetzen. Okay. Nicht schlecht. Nee, Mana Potion brauche ich nicht machen jetzt, gell? Nein, brauchst du nicht. Okay. Möchtest du, ist das nicht Fernkampf? Nein, ist kein Fernkampf. Ich mache Feuer. Dann mit dem Us Nummer 4. Ist der mit 5 Leben. Zu der Karte. Mal 2. Den habe ich gekillt. Mhm. Der vergiftet niemanden mehr. Übrigens, der Stone Golem vergiftet auch keinen, weil der ist disarmed. Genau. Nummer 4. So. Aber der wird sowieso nicht vergiften, aber der macht halt keinen AOE-Angriff. Ja, und er bewegt sich nicht, also so. Von dem her. Ich greife jetzt nur. Oh ja, bewegen tut er sich. Er bewegt sich. Ja, bewegen tut er sich. Ja. Bewegen tut er sich, ja. Ich greife Nummer 5 an. Ich mache mal Feuer, das ist schon gemacht, das macht keinen Unterschied. Ich ziehe eine zweite Karte. Ein Patzer. Aber er ist trotzdem verwundet. Und dann greife ich den Golem auch noch an. Ein Us verschwindet mal. Ja. Wegnehmen. Gehen wir mal daher. So, Golem, du hast Schild 3, ich habe Angriff 3. Na? Schau mal. Plus 0, kein Schaden und eine Wunde. Die Wunde ist super. Der Schaden. Ja, die Wunde hätte ich gerne mal eine Runde vorher gemacht. Das, besser jetzt als später. Bestimmt, ja. Mein Zug ist beendet, ich krieg noch 2 Erfahrungen. Ja, aber dafür ist er jetzt dieses Abend hart, man. Ja, das stimmt schon. Positiv. Na, ich habe noch was übersehen, aber das betrifft mein Privatziel. Egal. Privatziel habe ich auch schon geopfert, also ich würde nichts sagen. Ja, meins ist schon verfuscht. Unter anderem dadurch, dass ich dir deine Karte gegeben habe. So, René ist dran. Ja, mein Zug ist relativ einfach. Ich mache die obere Hälfte von. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendeine Taste erwischt, die ich nicht erwischen hätte sollen. Okay, ich mache die obere Hälfte von Crackling Air. Wir haben gerade Windenergie, deswegen kriege ich plus 2 auf die Angriffe. Und die untere Hälfte von Frost Armor. Mhm. Ich habe Eis hingelegt und Wind weggenommen. Gut. Passt. Nimm dir 2 Erfahrungen für die First Armor. Ah nein, Blödsinn, da kriegst du keine Erfahrung. Ich krieg noch gar keine Erfahrung. Ja. So, ich gut, kommt dann ist noch. Bin ich mal dran. Okay, na das Thema ist, ich könnte nämlich dir einen Schaden geben, Hartmann. Ja. Aber dafür wird auch der Golem einen Schaden bekommen. Ja, ist es mehr als wert. Oder? Okay, dann machen wir das so. Dann stelle ich mich da her. Wie gehst du hin? Mit Move 2 Rumbling Advance. Und das Full einen Schaden an Gegnern und an Freunde quasi. Erzeugt ja, Naturenergie. Ich nehme einen Schaden. Ich gebe dem Golem mal einen und dann. Dem. Entschuldigung, nein, das war. Ach, deppert. Ich mach das nachher, ja, ich mach zuerst meinen Fernkampfangriff natürlich. Ja. Und setz auch Volatile Bomb ein. Mhm. Da krieg ich auch einen Schaden dann, ja. Nein. Doch, weil du den Angriff dann auch auf den. Mach ich ja nicht, ich greif den Stone Golem an. Ja, aber mit der Volatile Bomb greifst du ja beide da an. Ja, ist es, hat es nicht geheißen, nur für einen Target? Na, Volatile Bomb ist ja, dass du weiteres Ziel dazufügst. Ja, genau. Und denselben Angriff dann durchführst. Ja, trotzdem ist es wert. Wir machen das.
Ja. Also ich, aber der Punkt ist nur, ich nehme noch einen Ja, Schaden. Ja. das, aber ich stehe eh vorne, Ja. also. Naja, nein, es ist kein Problem, ich nur, dass ich mir nehme. Ja. Das Okay. Wie ist okay, das ich mache dich eigentlich, halt. wenn er die Ich halte Volatile es für Bomb taktisch macht? super, was du machst, muss ich Hört sie sagen. mir gerade zu? Ja. Wie ist das, wenn du die Volatile Bomb auf den Stone Golem, du machst ja dann quasi zwei Angriffe auf Stone Golem und Ooze. Für den Angriff auf den Stone Golem müsste dann der Ooze einen Schaden Ich nehmen, für den verstehe Angriff auf den eigentlich, ja. Ooze müsste der Stone Golem auch noch Ja, einen das haben Schaden wir gerade nehmen. beredet. Das haben wir gerade Nein, beredet. Der Michi hat so gemeint, ich habe nicht zu weit gedacht, aber ja. Ja. Gut. Okay, gut. Dann mache ich das jetzt, ja. Also Massive Boulder auf Ja, den damit Stone ist Golem. der Stone Golem eh schon fast hinüber. So, also ich greife mal den Stone Wer Golem kriegt an, ja. jetzt Ich habe eine zwei Lumagie erzeugt. Lockerkarte? Moment. Zulassen machst du Schaden? sowieso. Nein, kein Macht Schaden geht null. durch. Entschuldigung, aber er kriegt der Na, Us einen kriegt bekommt. einmal der Us. Genau. Der geht runter auf 8. Ja. Okay, jetzt greifst du den Us an. Greife ich Ich jetzt Us einen an. Schaden mit der Stone Golem. Ich hab null. Sind drei Schaden, sind Minus 1 fünf Schild. Us, dann ist sechs. Und Ja. der Stone Golem hat auch einen bekommen. Ja, und vorher haben wir das schon Den habe ich ihm abgezogen. Dann gegeben. bewege ich mich eben dahin und du hast zwei Und Schaden. dann Ja. kriegt nochmal der Stone Golem, der Us und der Hardman einen Haben wir Schaden. schon, Ja. das hat, na, das haben wir schon Okay. gemacht vorher. Ja. Und ich glaube, damit bist du es. Naturenergie hast du Ja. dreimal erzeugt. Ja, Sicher ist ich sicher. brauche Natur. Auch verdammt viel Der andere ist Naturmagie. dran. Ich komme ja gar nicht mehr hin. Sag mal, darf ich mit Kampf auf den Tisch springen? Auf den Tisch? Ja. Das ist Ja. ein Regal und auf das darfst du nicht drauf. Du darfst aber drüber springen. Ja, so weit komme ich nicht. Ich habe nur drei. Da Was? wird jetzt richtig eng hier. Ist wurscht. Naja, du könntest Move 4 haben, wenn du willst. Das stimmt auch. Eins, zwei. Dann lande ich aber auch auf dem Regal. Macht nicht viel Sinn. So, du kannst doch daher springen. Du könntest, Nein, da naja. komme ich nicht her. Ah So, ja, doch, ich komme mit Jump da. kommst du sogar daher. Nein, Wie wie soll ich macht da das? herkommen? Mit 1, Jump 2, kommst du? 3, 4. Ja. Ich habe aber zwei Zweierbewegungen. Ich habe nicht Jo. eine Viererbewegung, sondern zwei Ach so, Zweierbewegungen. du darfst nicht auf dem So, Regal mit ja. einer Bewegung. Wenn ich könnte, hier könnte ich hergehen. Du würdest die Winged Shoes einsetzen. Gilt das für die gesamte Viererbewegung oder? Nein, schau mal her, Ja. ich mache ein normales Move 2 daher und dann ein 2 mit Jump daher. Ja. Die Frage ist natürlich schon, du hattest geplant, eine von den beiden Ja. Blutsachen unten auszulegen, gell? Ja, Aber du was hast soll's? Move Attack 2, du kannst den Attack 2 auf den Us einsetzen. Ja. Ja, Move 2 Zweck. das mache ich. Du, ich habe eh 14 Leben. Also Warding Strength, die Zweierbewegung und dann mit A Juggernaut und den Stiefeln hüpfe ich da drüber und bin hier und kann jetzt noch einen Zweierangriff auf den Us machen. Ja. Nummer 5. Das ist jetzt ein Angriff 3 gewesen auf den Du Us. kriegst auch noch, der wird dir zwar nicht viel helfen, aber. Also es gehen zwei durch auf den Us, der geht von 6 auf 4 runter. Du hast ein Schild. Ja. Er wird dir nichts nützen, weil der Us greift nicht dich an mit seinem Poison-Angriff, leider. Okay, dann ist der andere fertig. Jetzt greift der Us den Michi und mich an, weil wir haben die niedrigere Ja. Initiative gehabt. Er hat einen Wusste. Angriff von 3 mit Disadvantage. Ich mache mal Na, zuerst es Michi. bringt ihm doch was, weil der Golem wird noch einen Us machen. Der wird ja auch noch eine Aktion haben, oder? Ja, stimmt, ja. Ja, du hast Und der recht. wird hierher Ja, kommen, nehme ich mal an. Also das Bild du bringt hast ihm recht. schon was. Okay, ich mache mal den Angriff 3 auf dich, Michi. Erste Karte ist eine plus 1, zweite Karte ist eine minus 1. Zwei gehen durch und Poison hast du. Nimm dir oben das Poison, Nein, oder es was? geht, nein, Moment, wieso der schon Text? Nein, es geht nur ein Schaden durch. Ah, weil deine Rüstung da ist, gell? Genau. No.
Wir waren dort. Ein Schaden und holt er dann einen Poison Token ab. Und jetzt mein Angriff auf mich, ist auch ein 3er Angriff. Die erste Karte ist ein plus 0, die zweite ist eine minus 2, yes. Geht nur 1 durch und ich habe mir auch ein Gift genommen. Dann ist der Us fertig. Der Stone Golem ist dran. Der bewegt sich mit 2 zum. Nein, er bewegt sich nicht, weil der Crackhead steht direkt neben genau. ihm. Das ist sein Fokus. Den würde er gerne angreifen, aber er ist disarmed. Außen der Us hat einen Schaden bekommen durch seine Wunde. Wir vergessen, er geht von 4 auf 3 und der Golem nimmt sich auch einen Schaden. Er geht von 9 auf 8. Und dann ist er mal weg. Ja, genau. Sein Angriff führt er nicht durch und jetzt ist sein Zug fertig. Das heißt, er beschwert, wie es der René gesagt hat, einen neuen Us. Der Sack hat Range 3, gell? Und der Us kommt zwei Targets, gell? Eben steht das andere. Und das bist du. Weil ich früher dran war, ja. Fangen wir mit Brute an. Der hat ein Schild, Disadvantage hat er auch, erste Karte, minus 1, zweite Karte, mal 2. Also die minus 1 ist aktiv, das sind 2 Schaden, minus 1 Schild, 1 geht durch, Ander, ja? Ja, und das nehme ich hier. Ja, genau, er bekommt aber gar Gift, keinen Schaden. Ja, aber Gift kriegt er. Ja, Gift kriegt er. Holst du auch einen Gift-Token. Dann bin ich dran, eine Karte, das ist ein plus 0, ich nehme 4 Schaden, weil Gift geht von 8 auf 4. So,